Willkommen bei Mitte spricht. Wir sind heute bei einer Grundsteinlegung der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die hier in der Nähe des Fernsehturmes in der Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt, drei Wohnhäuser errichtet. Und wir hoffen, dass die in anderthalb Jahren dann auch bezugsfertig sind. Wir freuen uns, dass die Wohnungsbaugesellschaft hier in diesem attraktiven Quartier ihren Wohnungsbestand verdichten kann. Und wir denken, dass das insgesamt wirklich ein guter Zug ist, den wir hier weiter fortsetzen. Denn die Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt, hat ein großartiges Umfeld. Wir machen hier mit über die Städtebauförderung vieles, was in anderen Quartieren liegen bleibt. Wir renovieren die Schulen, wir erweitern Schulen, wir machen die Wege und Straßen barrierefreier. Wir haben die Karl-Marx-Allee, zweiter Bauabschnitt, mit ihrer neuen Mittelstreifenbegrünung, die in Bau ist, das Kino International, also ein tolles Quartier. Und wir freuen uns einfach, dass die Wohnungsbaugesellschaft Mitte hier nun 140 neue Wohnungen errichten wird und wünschen vor allem den Bauarbeitern alles Gute beim Baufortschritt und einen unfallfreien Verlauf. Vielen Dank.